Deutschland, das Land entdichtende und das andere fällt mir irgendwie nicht mehr ein. Okay, wir bleiben mal dabei. Der Dichter und was war denn das andere noch? Ich glaube, das ist so, als wenn man was verlegt, vor Jahren verlegt hat und es nicht wiederfindet, dann vergisst man manchmal, was es war. Und da wir scheinbar nicht mehr so viel davon haben, einigen wir uns da drauf. Deutschland, das Land der Dichter. Entdichtende. Ist ganz wichtig, weil wir müssen gendern. Wir müssen gendern, das ist ganz wichtig. Ultra wichtig. Da Frauen in unserer Gesellschaft absolut diskriminiert und untergebuttert werden, Leute. Das wurden sie schon immer und wir wollen nicht, dass es so bleibt. Das finde ich auch wichtig. Diskriminierung ist immer fehl am Platz. Also müssen wir es natürlich an der Basis packen. Und wo werden Frauen am meisten diskriminiert? Natürlich nicht am Arbeitsplatz, natürlich auch nicht, was die Entlohnung angeht, also die Bezahlung in Jobs oder auch nicht in irgendwelchen Führungspositionen. Nein, das ist alles Nebensache. Am meisten werden Frauen ja diskriminiert schon in unserer Sprache. Das heißt, der Dichter, der Denker. Oh nein, ich habe das böse Wort ausgesprochen, der Denker. Richtig müsste es jetzt natürlich heißen, ens Denkende, weil wir müssen das Ganze neutralisieren. Alles, was maskulin ist, müssen wir neutralisieren. Logisch. Unsere Sprache besteht ja auch ausschließlich aus maskulinen Formen. Deswegen gibt es ja auch keine Demonstrativpronomen wie die. Zum Beispiel. Das ist ein von mir jetzt erfundenes Wort. Also die Zuschauerin oder die Waage, die Büroklammer, die Müllverbrennungsanlage, das gibt es natürlich alles nicht, weil es beginnt ja alles in der deutschen Sprache mit der maskulinen Form der. Also der Müllverbrennungsanlage, der Uhr, der Uhrzeit, der Welt, der Ampel. Es ist ja alles maskulin und das muss man auf jeden Fall ändern. Frauen werden nirgends so diskriminiert wie in unserer Sprache, Leute. Also haben sich Sprachforscher... Ach nee, Entschuldigung. Haben sich Sprachforschende natürlich ganz, ganz doll Gedanken darüber gemacht. Den Genderstern findet Hornscheid wunderbar. Fühlt sich endlich angesprochen. Aber es ginge noch radikaler. Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern ens Käufer und ens Einkaufskorb. Und das wäre eine neue Form, die eben dazu führen würde, dass wir die Genderfreiheit auch tatsächlich umsetzen können. Ich frage mich allerdings immer, Sprachforscher, werden die nicht sogar aus Steuergeldern bezahlt oder ist das privatwirtschaftlich? Also wenn es aus Steuergeldern ist, dann finde ich das natürlich eine absolut grandiose Investition unserer Steuergelder, dass sich Leute oder dass Leute dafür bezahlt werden, um sich über sowas Gedanken zu machen. Und jetzt gibt es Sprachforschende, Daddy, das Sprachforschende da draußen, die ja schon zum Beispiel das Gendersternchen durchgesetzt haben. Also es gibt nicht mehr nur noch den Zuschauer, sondern es gibt halt eben die Zuschauerinnen. Oder halt eben der Zuschauer Sternchen in oder mit Unterstrich der Zuschauer innen oder die Zuschauer, ja, die Zuschauende, da kommst du völlig durcheinander. Aber jetzt hat man das Ganze nochmal erweitert, um unsere Sprache noch einfacher und verständlicher zu machen, Leute. Mit ens kann man das Ganze auch beginnen, um etwas zu neutralisieren. Also das Auto besteht ja schon, es ist ja schon Neutrum, das Auto. Die Fahne gibt es ja nicht. Das haben wir ja eben gerade festgestellt. Es gibt ja nur der Fahne. Ne? Deswegen werden Frauen ja auch so diskriminiert in unserer Sprache, weil es halt eben gar keine femininen Formen gibt. Ja? Aber der Zuschauer, das ist... Also jetzt muss man ens Zuschauende sagen. Ne? Oder sollte man sagen, ens Zuschauende. Ens ist nämlich so eine richtig schön neutrale, demonstrativ-pronomistische... Alter, da blickt doch kein Sau mehr durch. Ich glaube, da fehlt mir einfach ein bisschen IQ. 300 IQ reichen scheinbar nicht aus, um da durchzusteigen. Ich bin aber auch ziemlich dumm. Aber ist auch egal. Frauen wurden und werden und ja... schon immer in der deutschen Sprache absolut diskriminiert. Männer natürlich nicht, weil es wird ja auch nur die maskuline Form abgeschafft. Zumindest, wenn die Sprachforschenden
dann mit ihrem Willen durchkommen. Und man sieht es ja schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel. Der Genderstern ist vorhanden, manchmal auch ein Schrägstrich, ein Unterstrich. Aber in der Regel hat sich der Genderstern durchgesetzt. Das finde ich auch tatsächlich in Ordnung. Das ist auch okay. Es klingt immer ein bisschen komisch, wenn man das hört, wenn so vorgelesen oder vorgetragen wird. Wenn man es selber liest, geht es einigermaßen. Selber so zu sprechen, also ich bin bisher noch nicht in die Verlegenheit gekommen, so zu sprechen, aber ich muss mir das unbedingt mal aneignen. Aber unheimlich wichtig finde ich natürlich, dass sie die maskuline Form von Demonstrativpronomen absolut abschaffen. Also zum Beispiel, der Teufel ist denn nicht mal, doch, das muss bleiben. Also das wird das einzige maskuline Demonstrativpronomen bleiben oder allgemein das einzige maskuline Wort, der Teufel, weil alles, was böse und schlecht und gemein auf dieser Welt ist oder zumindest im deutschen Sprachraum ist natürlich der Mann. Deswegen muss man ihn ja auch jetzt absolut aus unserer Sprache entfernen. Die männlichen Formen zumindest. Das ist ganz wichtig, weil Diskriminierung gibt es auch nur bei Frauen. Männer sind ja gar keine menschlichen Lebewesen und können so auch gar nicht diskriminiert werden. Auch nicht, wenn irgendwelche Sprachforscher der Meinung sind, wir müssen unsere Sprache jetzt grundlegend ändern, damit sie einfach toll und völlig verständlich klingt. Endzuschauende der Nachrichten-Innensprecher-Innen. Das ist absolut locker. Ergibt null Sinn. Nein, ich meine natürlich, es ergibt natürlich auf jeden Fall Sinnenden. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil der Sinn ist ja auch schon wieder maskulin. Das geht ja auch nicht. Die Sinn hört sich auch blöd an, das Sinn hört sich auch ätzend an. Also es ergibt auf jeden Fall Entsinn. Leute, ernsthaft, ich kann nicht mehr. Warum macht man sich über sowas Gedanken? Also ich finde es ja vollkommen in Ordnung, dass man sich Gedanken drüber macht. Man hat mehrere Geschlechter jetzt mittlerweile. Also es gibt nicht nur noch Mann und Frau, sondern es gibt halt eben auch diverse. Ne? Das sind die, die nicht wissen, was sie mal sein möchten, sind, waren oder... Ich weiß gar nicht, wie man sowas politisch korrekt ausdrückt, ohne dass man selber unter die Räder kommt, Leute. Ich will mich darüber auch nicht lustig machen, also versteht mich nicht falsch. Ne? Wenn jemand sagt, er fühlt sich in seinem falschen Körper, dann ist das vollkommen legitim. Warum denn auch nicht, ja? Also da bin ich sogar auch dafür, dass man dann sagt, okay, der, die, das ist, klingt so ein bisschen abwertend, ne? Ja, hier, was... Das da möchte gerne auf Toilette gehen, hört sich halt eben anders an, als der möchte auf Toilette gehen, die möchte auf Toilette gehen, ja, das möchte auf Toilette gehen. Ne? Dass man dann natürlich sich weitreichend noch Gedanken macht und sagt, okay, wie kann man sagen, divers. Divers möchte auf Toilette gehen. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist, zu sagen, das möchte auf Toilette oder divers möchte auf Toilette. Ja, also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Die Toilette, okay, das ist wieder weiblich, das ist in Ordnung. Aber man merkt schon, man fängt an, schon mal so ein bisschen umzudenken, weil man sich auch versuchen möchte, in diese Forscher hereinzudenken oder hereinzuversetzen, was denen da durch den Kopf geht. Und da bin ich wirklich der Meinung, dass da ein großer Windzug durchzieht. Das ist nämlich das Einzige, was da durch den Schädel durchgeht. Sag mal, habt ihr einen im Kopf oder was? Das ist ja wohl unfassbar. Und wenn man denn nicht gendert, dann ist das bald so weit, dass er mit dem Finger auf einen gezeigt wird. Oh, guck mal, der da. Der will diskriminieren. Alter Schwede, ist ja doch schlimmer, als politisch in irgendeine Ecke gedrängt zu werden. Der will diskriminieren. Das geht. Ne? Wobei, der geht ja gar nicht. Der will endgültig diskriminieren, Alter. Und dafür kriegen die Leute doch Geld? Das muss man sich mal echt... Also, sind das wirklich Steuergelder, die da flöten gehen? Also bezahle ich diese Leute mit meinem Gehalt ein Stück weit mit, die sich über so wichtige Dinge da Gedanken machen? Ernsthaft jetzt? Ich meine, Sprachforscher sowieso oder Sprachforscherinnen oder Sprachforschende oder was auch immer was. Alter! Ey, sag mal, fangen wir denn jetzt schon an, irgendwie Straßennamen zu ändern? Das kann ja nicht sein, dass irgendein Mann irgendwo in einem Straßennamen oder sowas genannt wird, weil das geht ja gar nicht. Weil momentan dreht es sich nämlich genauso, dass jetzt der Mann diskriminiert wird. Mit so einer Art und Weise. Alles, was irgendwie maskulin in unserer Sprache vorhanden ist, muss jetzt partout vernichtet werden. Nicht entfernt, das muss vernichtet werden. Und das ist natürlich gar keine Diskriminierung oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Wir Männer, wir akzeptieren das einfach so. Ne? Mit der Begründung, naja, das habt ihr mit uns ja auch gemacht. Oder was ist denn da die Begründung?
Also ich kann da nichts für, dass in den 50er Jahren, also ich bin Jahrgang 81, ja? So, also in den 50er Jahren, wo sogar noch Fernsehwerbung gezeigt wurde, der Mann geht arbeiten, die Frau hat auf die Kinder aufzupassen und fürs Essen des Mannes zu sorgen. Ja, da kann ich nichts für. Warum muss ich jetzt darunter leiden, Mann? Ich bin aber auch so nicht erzogen worden. Das kommt noch dazu. Und selbst wenn, dann wäre es meine persönliche Meinung. Dann wäre das so. Dann muss man das akzeptieren. Ja, Meinungsvielfalt hier. Meinungsfreiheit, schon mal gehört? Aber jetzt setzt man sich über alles hinweg und muss partout den Mann irgendwie bekämpfen. Sogar in unserer Sprache. Ey, das gibt's doch gar nicht, oder was? Ends, Alter. Allein schon das, ich sag mal, hat die Olle einen Schlaganfall gehabt, oder was? Ja, guck mal, die Olle, kann ich sagen, ist ja dann auch keine Beleidigung, weil es ist ja die feminine Form. Hätte ich jetzt gesagt, der Olle, ja, das geht natürlich gar nicht. Dann wäre ich hier gleich auf Scheiterhaufen verbrannt, oder was? Auf dem Marktplatz und tanzen 10 Frauen um mich herum, mit ihren Fackeln in der Hand, die unter mir das Holz angezündet haben, oder wie? Leute, was ist denn los, Alter? Ist euch so langweilig, oder wie? Der geht mal raus und guckt dem Gras beim Wachsen zu. Ja, vergesst nicht, dem Grashalm noch beizutrichtern, dass das Enz-Grashalm ist, weil der Grashalm gibt's ja auch nicht mehr. Oder ist das dann Enz-Grashalmende? Ja, darüber könnt ihr, guck mal, also ich meine, wenn wir euch schon bezahlen mit unseren Steuergeldern, sollte das denn so der Fall sein. Wobei ich wirklich hoffe, dass es nicht so ist. Ja, aber gut, auf der anderen Seite, wir leben in Deutschland, hier ist alles möglich. Dann versucht das da doch erstmal. Versucht doch erstmal die Umwelt oder sowas, ja, davon zu überzeugen, dass das richtig und wichtig ist. Also dem Grashalm erstmal jetzt erklären, dass das der Grashalm, die Enz-Grashalmende ist. Ne, vielleicht kriegt ihr ja Zustimmung da. Und wenn ihr mit jedem einzelnen Grashalm hier in Deutschland fertig seid, dann könnt ihr nämlich über unsere Sprache weiter nachdenken. Nach mir die Sintflut. Ja, weil wir haben so viele Grashalme, ganz ehrlich. Das überleben auch noch meine nächsten 20 Generationen. Also kann mir das eigentlich jetzt auch scheißegal sein. Und jetzt liebe Finger, wie ich sage, hier, guck mal hier, der will das alles relativieren. Nein, Leute, aber das hat mit Logik doch gar nichts zu tun. Ja, ich meine, ich finde das in Ordnung, dass wir geschlechterneutral werden. Dass man sagt, okay, es gibt halt eben vor dem Gesetz jetzt nicht mehr nur noch Mann und nur noch Frau. Ja, sondern es gibt halt eben auch noch was dazwischen, daneben oder wo auch immer das denn immer halt eben stehen mag. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber müssen wir auf Krampf unsere Sprache so verunstalten und vernichten oder was? Und vor allen Dingen den Mann als solches völlig ausgrenzen und diskriminieren, muss man das jetzt wirklich ad hoc so machen? Also, auf der einen Seite gibt das da wirklich Frauen, die stehen da. Oh, ich wurde als Frau immer diskriminiert. Das geht aber gar nicht. Also immer transparent hochhalten. Oder ich ziehe mich nackt aus und mal mir irgendwie was auf meine Oberweite. Kette mich dann irgendwo an Brückengelände an oder was auch immer was. Ja, ist ja alles okay. Ja, aber wenn man dann sagt, okay, ja, pass auf, ich hab dich verstanden. Ja, das war nicht in Ordnung. Und wir müssen sicherlich was ändern. Muss man jetzt das Ding komplett umdrehen? Und als Retourkutsche den Mann jetzt diskriminieren, oder was? Guck, ich krieg gleich Schweißperlen hier auf den Stirn, du. Wir sind gleich ganz warm hier. Liebe Leute, bitte kümmert euch doch mal um vernünftige Sachen. Ist das so viel verlangt? Habt ihr wirklich so viel Langeweile? Vor allen Dingen, wer kommt auf solche Ideen, Mann? Wer kommt auf solche Ideen, sowas mit der Streitaxt durchzusetzen? Entweder du redest jetzt so, ja, oder ich spalte dir den Schädel oder was. Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann rumheulen, ja, man wird ja diskriminiert. Was macht man denn jetzt? Andersrum. Das ist in Ordnung, oder was? Und jetzt gucken wir mal 100 Jahre lang, jetzt werden die Männer das schön diskriminiert. Und in 100 Jahren, gut, das kriege ich nicht mehr mit. Da sind es denn die Männer, die sich dafür einsetzen, dass nur noch der oder dass der wieder eingeführt wird in unserem Sprachgebrauch. Oder wie oder was. Also, das wird ja jetzt partout alles bekämpft. Das muss ja jetzt völlig vernichtet werden. Der Zustand ist denn Endzustandendes oder wie. Ne, aber das geht ja auch nicht, weil das ist ja... Oh, Alter, das ist ja unfassbar. Der Zustand wird denn das Zustand. Warum machen wir das nicht einfach so? Denn ist das hier jetzt die Fahne, das bleibt natürlich weiblich, ja? Und der Schlüssel, machen wir einfach zu das Schlüssel. Das wäre doch eine Idee, oder nicht?
Also wenn man schon der völlig vernichten muss hier in unserem Sprachgebrauch, dann setzt es doch, ersetzt es doch mit das. Dann machen wir nicht mehr der, die, das, sondern nur noch die, das. Also das klingt besser und einfacher als ENS. ENS zustauende des Nachrichtensendermagazins. Also, sag mal, so redet doch keine Sau. Sag mal, oder habt ihr irgendwie alle einen Schlaganfall, dass ihr nicht mehr richtig reden könnt oder was? Und jetzt versucht ihr das einem so aufzudrücken? Oder was ist das Problem? Ey, es ist unfassbar hier. Hört auf mit so einer Scheiße und kümmert euch um vernünftige Sachen. Aber nicht sowas, Mann. Alter Schwede nochmal. Krieg ich so einen Blutdruck da? Ach nee, der Blutdruck. Da krieg ich Ents Blutdruckendes. Doch. Alter Schwede, du. Das hält wirklich keine Sau. Ents Kopfendes Cerebrum. Dings der Arzt, doch. Das ist unglaublich! Ja, Jungs, das ist so nice.